Ein Flugzeug und sein Pilot. Hallo, Herr Rong. Hallo. Moin. Moin. Jode Trakas. Sie können mir einen Überblick über die Insel Usedom verschaffen? Ja, gerne. Mit dem Flugzeug? Ja, könnten wir machen. Was ist das für eins? Na, die habe ich selbst gebaut. Wie selbst gebaut? Na, aus einem Stück Holz. Das sagen Sie jetzt, um mich zu ärgern, oder? Sie haben das nicht wirklich selbst gebaut, oder? Ach. Bei mir müssen die Schuhe ausgezogen werden. Das ist wie auf einem Segelboot. Ihr habt gar keine Socken an. Das sind kalte Füße da drin, oder? Nein, nein, das ist eine Heizung drin. Also ich habe sogar Spucktüten mit, falls das irgendwie gewünscht wird. Ehrlich? Ja, ansonsten, wenn's richtig, wenn wir uns gar nicht mehr konzentrieren können, dann muss alles hier rein. Ne? Und schon bin ich mittendrin. Oh, es geht los. Yep. Oh, die fliegt schon. Im nächsten Inselabenteuer. Dieses Mal auf Usedom. Oh, wie schön, der Schwan. Und Strandkörbe, ich sehe Strandkörbe. Ja. Auf mich warten? Ein Aussteiger, der mich im Sturm erobert. Wie fühlt sich das Leben auf Usedom an für dich? Geil. Geil. Eine Schauspielerin mit Trödeltrauma. Und ich werde ja verrückt. Die Stasi ist immer und überall. Fischer, die ihren Mann stehen. Das Allerschönste ist, dass die Frauen uns ja nicht sagen können, dass wir Rasen mähen sollen oder mit einkaufen gehen sollen. Und viele trockene und nasse Herausforderungen. Achtung, Wasser! Oh, oh, es ist krass. Oh, wie ist das? Aber noch mal auf Anfang. Oh, das ist aber jetzt schon eine enge Kurve. Das ist mehr Lauflast schlecht. Ja, ist aber noch ruhig. Dafür ist der Blick von oben nicht übel. In der Probungsphase war es ja noch so, wenn man dann so hohe Geschwindigkeiten geflogen hat, dass dann mal ein Klebestreifen abgegangen ist vom Flugzeug. Das ist also wie eine Sirene. Dann denkt man gleich, oh, jetzt fliegt der Motor auseinander. Ne? Also bei 250 km/h, wenn da der Klebestreifen sich löst, dann denkt man auch, oh Gott, also da hat man einen richtigen Adrenalinschub. Ah ja. Aber bin ich ja froh, dass sich noch kein Klebestreifen gelöst hat jetzt. Naja, wir haben ja so einiges hier angetippt, aber es scheint alles zu halten. In der Regel ist das Flugzeug ja das sicherste Verkehrsmittel von allen. Hoffentlich macht Marke Eigenbau da keine Ausnahme. Also volle Konzentration auf die Landung, nicht auf den Magen. Und dann ist er doch viel zu schnell vorbei, unser abenteuerlicher Rundflug über die zweitgrößte deutsche Insel. Die Turbulenzen fand ich nicht so schlimm, aber diese Kurven. Und die Klebestreifen erst. Aber wie kommt man denn auf die Idee, sich selbst ein Flugzeug zu bauen? Aus Geldnot. Also ich meine, ein Flugzeug kaufen, ein Flugzeug an sich ist teuer, wenn man ein neues kauft. An Materialkosten kann man ein bisschen was sparen. Also bevor man ein ganzes Flugzeug für 70.000 kauft, kann man für 30.000 halt das Material kaufen. Aber die Bauzeit ist natürlich irre. Hast du denn jetzt hier auch das Flugzeug zusammengeschraubt? Also hier habe ich die Endmontage gemacht, sozusagen den Rumpf auf den Tragflügel gehoben. Mhm. Aber gebaut ist das Flugzeug im Keller, in einem kleinen Hauskeller. Bei euch zu Hause? Ja, ja, in Greifswald, genau. Im Ernst jetzt? Ja, also quasi am Küchentisch. Also weil die Teile an sich von so einem Flugzeug, die sind ja gar nicht so groß. Ne? Aber da habe ich mal eine Geschichte gehört, dass sich irgendjemand auch was zusammengebaut hat in seinem Keller und dann war das aber leider so groß, dass er es nicht mehr rausgekriegt hat. Das ist bei Flugzeug-Selbstbauen eigentlich schon fast normal. Also dass das Flugzeug manchmal dann größer wird als die Türen oder so. Ne? Dann werden Fensterrahmen rausgenommen und so. Also man behilft sich dann irgendwie, du stemmt Wände auf. Ja, das ist auch schön, wenn man erstmal das Haus abträgt, um das Flugzeug rauszukriegen. Ja, aber bei mir war das nicht nötig. Also ich hatte vorher so Zeichnungen gemacht und so, weil der Rumpf ist schon sehr groß und der Keller war klein. Und die Tragflügel, die sind sozusagen in zwei Teilen gebaut worden, erst so als Päckchen. Und später nachher bin ich in eine größere Halle beim Kollegen gegangen und habe die dann zusammengeklebt, also mit Kleber. Schrauben wäre mir ja lieber gewesen, aber hat ja alles gehalten. Und im Rückblick, Usedom aus der Vogelperspektive war trotz der Aufregung mein erstes ganz besonderes Inselhighlight. Weiter geht's am sicheren Boden. Mein nächstes Ziel, das Seebad Heringsdorf. Wohl einer der ältesten und schönsten Badeorte Deutschlands. Auf der Seepromenade bin ich mit Sven Brümmel verabredet. Zu einer Stadtführung. Gnädige Frau, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich
warte hier auf meinen Fremdenführer und ich befürchte gerade, dass Sie das sind. Ist das so? Ja, ich denke schon. Herr Brümmel? Ja, ja? Richtig. Ja. Sie sehen so ein bisschen aus wie der Hauptmann von Köpenick. Ja, ich werde halt sehr oft auch mit ihm verwechselt, auch mit dem Kaiser. Muss aber dazu sagen, ich bin des Kaisers Adjutant. Oberst Wilhelm von Rummelsburg. Also Hauptmann von Köpenick leider nicht. Was schauen wir uns denn jetzt an? Wir würden einmal hochgehen in den Ort, also weg vom Strand und von der Seebrücke. Und gehen einmal das kaiserliche Heringsdorf ab und wir werden uns ein paar Ecken in Heringsdorf anschauen. Sehr gerne. Ich komme mit. Von jetzt an bitte Herr Oberst. Sven Brümmel hat eine Mission. Er will Geschichte lebendig machen. Eigentlich ist Brümmel Lehrer. Den Adjutanten von Rummelsburg hat er erfunden, um an die Blütezeit des Seebads zu erinnern. Schon zu Kaiserszeiten wusste man nämlich die Vorzüge der sonnenreichsten Insel Deutschlands zu schätzen. So, und hier sind wir jetzt an unserem Kaiserdenkmal. Wie Sie sehen, ist das der deutsche Kaiser, Wilhelm I. Ja. Wir haben den Namen Kaiserbäder nicht unbewusst gewählt, sondern wir haben tatsächlich eine Tradition. Zum einen haben wir die drei Kaiserbäder auf Usedom, Albeck, Heringsdorf, Bansin in einer Perlenkette. Der Begriff drei Kaiserbäder, einmal natürlich über die drei Orte. Jeder Ort für sich hat auch eine sehr starke eigene Tradition. Und zum anderen hatten wir auch tatsächlich alle drei Kaiser hier, die es gab im Deutschen Kaiserreich. Wie war das denn damals, also 1820? Hat man da schon Urlaub gemacht? Nein. Die Arbeiter haben noch keinen Urlaub gehabt in dem Sinne, der Begriff oder? Urlaub war ja nicht mal erfunden. Ja. Urlaub ist ja eine Erfindung des späten 19., 20. Jahrhunderts. Es gab damals allenfalls den Begriff eines Kurbades. Wo einst die Damen ihre Blässe zur Schau trugen, ahlen sich jetzt Badetouristen. Aber der Glanz alter Zeiten liegt noch in der Luft, finde ich. Und sind die Usedomer, also die Insulaner, noch stolz auf diese Tradition? Ja, also im Bereich der Kaiserbäder selber auf jeden Fall. Die Kaiserbäder zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass wir hier ein riesiges Gesamtensemble haben von Gebäuden aus der Kaiserzeit mit entsprechendem Promenadenflair. All das ist ja ein bisschen mehr als nur ein kleiner Badeort. Es steht immerhin an Europas längster Promenade mit 12 Kilometern. Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Das ist unser altes römisches Badehaus hier. Aha. In diesem Bäderstil ist es eben errichtet worden. Einer von vielen Prachtbauten, die ich heute zu sehen bekomme. Kein Wunder, dass die Bäderarchitektur international berühmt geworden ist, oder? Sieht schick aus, ne? Ah, guten Tag. Oder? Schick, ja? Was ist an Usedom so schön, dass Sie nicht weg wollen? Na, man sagt ja immer, Rügen ist die größte Insel und Usedom ist die schönste Insel. Sagt man das? Ja. Gerade wenn man Leute kennt, die Rügen sind. Sagen die Rügen aber anders. Na, wir sind eine sehr landschaftlich abwechslungsreiche Insel. Und natürlich sind wir die einzige Insel, die auch eine Grenze hat. Die also von zwei Staaten bewohnt wird, von Deutschland und von Polen. Das ist natürlich auch eine Besonderheit. Okay, der Punkt geht klar an Usedom. Da müssen die Rüganer sich noch was einfallen lassen. Ich bin jedenfalls beeindruckt. Nicht nur von meinem Begleiter mit der Pickelhaube. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Gerne, gerne. Ja, und wenn Sie Interesse haben, wir haben in ein paar Tagen ein Jubiläum unseres kleinsten Seebades. 120 Jahre Bansin? Genau, 120 Jahre Bansin. Davon hörte ich schon. Und da gibt es dann noch einen großen Festumzug. Und wenn Sie Interesse hätten, könnten Sie ja gerne da mitmachen. Okay. Gut, dann machen wir das. Dann sehen wir uns wieder. Nee, das machen wir. Offiziers Ehrenwort. Die Zeit nehmen wir uns. Gut, dann machen wir das. Offiziers Ehrenwort. Dann sehen wir uns wieder. Dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ach nee, ich muss ja einen Knicks machen. Ja, genau, nicht grüßen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen, Heringsdorf. Ich muss weiter. Denn es warten noch allerhand spannende Begegnungen auf mich. Es geht in den Norden Usedoms. Wieder ein Tag mit Kaiserwetter. Einfach traumhaft, oder? Die nächste Station ist das Seebad Zinnowitz, beziehungsweise der Strand in der Nähe. Da erwartet mich schon jemand. Hallo. Hi. Hi. Ich bin Jürgen. Hi. Ich bin Josch oder Jürgen. Josch, darf ich Josch sagen? Gerne. Sehr gut. Alles klar. Wir werden heute zusammen Katamaran segeln. Ja. Ich habe das noch nie gemacht. Noch gar nichts mit Wasser? Aber auch ich kann schwimmen. Das reicht. Ich habe Seepferdchen gemacht früher. Ich kann tauchen, also mit Flasche. Und ich habe Stand-Up-Paddeln schon mal gemacht, aber ich habe noch nie gesegelt. Gut, dann wollen wir das heute mal ausprobieren. Der total gechillte Josch betreibt eine Segelschule. Mittig hocken. Und zur anderen Seite. Na gut, ich bin mal gespannt, was jetzt
die Ostsee mit uns macht. Die werden natürlich im Wasser nachher runtergeschoben. Also mit Glück können wir auch auf einer Kufe fahren. Dann steht man so schräg im Wind. Und zur anderen Seite. Okay, das ist anderes Segeln als bei uns zu Hause auf der Alster. Okay, dann geh mal runter. Ja. Und jetzt wirst du angezogen, du kriegst einen Neoprenanzug. Warum das denn? Werden wir etwa nass? Ich bin drin im Neoprenanzug. Ich bin schon fix und fertig. Das ist immer eine Spielerei, das weiß ich. Alle Fingernägel abgebrochen. Nein, hab ich nicht. Das ist normal, dass man kaum Luft kriegt. Ich bin schon sehr lange nicht mehr angezogen worden. Hoffentlich ist das Segeln nicht so schwierig wie das Reinpellen in diese Funktionskleidung. Während der Neoprenanzug sehr eng war, ist die Brille sehr weit. Andersrum wäre besser. Ich hab meine Kinderbrille oben. Jürgen, aufs Wasser jetzt. Ja, genau. So. Wenn ich in dieser Wurstpelle die Schuhe ankriege. Ich kann mich zwar kaum bewegen, engen Anzug. Oh, sag mal. Okay. Und dann ziehen wir das rückwärts jetzt ins Wasser. Draußen auf der Ostsee gibt es plötzlich nur noch uns zwei, den Wind und das Meer. Der Gummianzug ist schnell vergessen. Im Gegenteil, ich fühle mich unendlich frei. Kein schlechter Job, den Josch da hat. Jürgen, wie bist du überhaupt auf die Insel gekommen? Ich habe überall von Hamburg ein ganzes paar Jahre gelebt. Mhm. Und eigentlich durch den Job meiner Frau bin ich nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Die ist gebürtige Schwerinerin und ist jetzt in Greifswald beim Gericht arbeitet. Eine Wochenendbeziehung auf Dauer wollte ich das auch nicht mehr. Mhm. Also habe ich dann meine ganzen Lehrerlizenzen gemacht, weil ich gesagt habe, hier als Handwerker, wer weiß. Und wollte eigentlich mein Hobby zum Beruf machen. Habe meine Lehrerlizenzen gemacht. Und habe dann geschaut, wo ich ein Revier aufmachen kann. Und bin hier nach Usedom gekommen, habe super Unterstützung von der Kurverwaltung gekriegt. Mhm. Und damit ging es los, auf Usedom zu schulen. Mhm. Und jetzt? Durchhalten. Wie fühlt sich das Leben auf Usedom an für dich? Geil. Geil. Ja, ich will es nicht mehr missen. Ist Usedom ein Mekka für Segler? Ist guter Wind hier? Der Wind passt. Aber die offene See ist nicht so bevölkert, gerade hier, mhm. Zinnowitz. Also es ist fast noch ein Geheimtipp dann, ne? Oder? Ja. Hier zu segeln. Ja, doch, wenn nicht so viele machen. Näher, wo hat man so viel Freiheit hier? Ja. Also ich kann ja hier machen, was ich will. Ja. Ich finde das lustig, wenn man sich hier so reinhängt. Du kannst aber auch gerne mal das Steuer übernehmen jetzt. So, jetzt nimmst du das auf die Schulter. Und dann merkst du sofort, wenn du so steuerst, das Boot in die Richtung. Wenn du ranziehst, das Boot in die Richtung. Ja. Richtet, ne? Josch hat sich auf Usedom also einen echten Lebenstraum erfüllt. Und ich muss gestehen, auch ich genieße das Aussteigerleben heute so richtig. Mir auch. Danke für den schönen Tag. Ja, nicht schön. Großartige Menschen mit tollen Geschichten habe ich bisher auf diesem so kleinen Fleckchen Erde getroffen. Ich freue mich schon auf morgen. Meine Reise führt mich in das östlichste der drei Kaiserbäder, Ahlbeck. Das Seebad ist mit knapp 700 Einwohnern kleiner als Heringsdorf und liegt direkt an der polnischen Grenze. Ich treffe die Schauspielerin Katrin Sass. Während der Dreharbeiten für den Usedom-Krimi verbringt sie viel Zeit auf der Insel. Ja, ich wollte dir schon lange mal was zeigen. Was denn? Naja, darfst du jetzt aber nicht erschrecken. Hast du. Findest du das toll? Ja, das finde ich toll. Hallo. Ausgesprochen das toll. Das ist das Größte. Hallo. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Was ist denn besonders gut hier? Oh, die Baiser-Torte sieht ja lecker aus, absoluter oder? Wahnsinn. Einmal gegessen. Ich esse ja gerne Quark.
Mhm. Aber auch dieser gedeckte Apfelkuchen ist der Hammer. Ich bin hier rein, weil ich ein Brot holen wollte. Ursprünglich, wann war das? Ja, ich wollte nach Hause fahren, nach Dreharbeiten. Wie immer im März oder September, wie wir hier so arbeiten, habe ich gesagt, ich möchte ein Brot mitnehmen. Brot haben wir hier nicht. Ich sage, dann gehe ich wieder. Dann saß ich an dem Tisch. Da hat sie gesagt, und, doch überredet. Und das war dann, ich habe es noch ein bisschen drauf. Ach, diese kleine Ronne ist noch von dem Kuchen neulich? Nee, es kam noch ein paar dazu. Alles klar. Im Film spielt sie eine Ex-Staatsanwältin, die ihren Mann ermordet hat. Bei uns muss jetzt der Usedomer Kuchen dran glauben. Was gefällt dir denn besonders an Usedom? Ich wollte hier nicht her. Ich habe meinem Produzent, also als ich damit besetzt wurde oder die Anfrage, oder gesagt, oh, schön, am Meer zu arbeiten, herrlich. Und ich sage, was wollen wir denn in Usedom? Da will ich nicht hin. Und dann kam ich hierher und dachte, das ist ja so schön. Mhm. Und war das dein erster Eindruck? Sofort. Ist das schön hier? Sofort. Als du auf die Insel gekommen bist? Allerdings hier in Ahlbeck. Mhm. Ahlbeck ist für mich extrem. Obwohl alle, sonst ist alles gleich, ob Zinnowitz oder Bansin oder Heringsdorf. Ich finde Ahlbeck besonders. Wenn ich hierher komme, komme ich nach Hause. Und das ist so selten. Das aus dem Mund einer Wahlberlinerin. Was hatte sie noch mal? Quarkschnitte? Ja, das ist so süß. Bei ihr dachte ich, die rührt sowas überhaupt nie an. Da dachte ich, ich sehe die blonde Schönheit im Fernsehen. Die isst nur Salat. Nee. Großartig. Das Gegenteil ist der Fall. Du bist Knorke. Nimm bitte alles. Du bist Knorke. Das wollte ich schon mal allen sagen, die ist Knorke. Danke, danke. Die Sass ist aber auch nicht ohne. So viel kann ich jetzt schon verraten. Wir zwei machen uns jetzt auf eine ganz persönliche Insel-Spurensuche. Was ist dein schönstes Erlebnis auf Usedom? Oh, es sind hier keine großen Erlebnisse. Es ist einfach eine, woran ich schon sehr, sehr lange arbeite. So Seele und was man so mit sich selber macht und wie weit man eigentlich sich kennt. Man kennt immer die anderen, ne, und sich nicht. Und da bin ich gerade dabei. Und wenn ich hierher komme, empfinde ich das jedes Mal wieder aufs Neue. Das heißt, du kommst hier besser zu dir selbst als ja. zu Hause? Ja, es ist wie, ja, es ist, das habe ich ja schon mal gesagt, wie ein Ankommen, wenn ich hierher komme. Und das hat ganz stark mit dem Meer zu tun. Du machst ja gar nicht so viele Produktionen. Ne? Du machst den Usedom-Krimi im Moment. Machst du noch viel Theater, was man nicht so mitbekommt? Ja, meine musikalischen Programme. Ja. Aber auch sehr wenig, weil ich so faul bin. Ist dir deine freie Zeit so wichtig oder? Ja, irgendwas und so, um Geld zu verdienen, das mache ich nicht mehr. Und ich muss sagen, ich sammle ja auch kein Geld, ich brauche das dafür ja nicht. Mhm. Ich brauche es, um tatsächlich auch den Groschen nicht umdrehen zu müssen, wenn ich mal eine Depri habe und sage, ich möchte Freitag in den Flieger steigen, was wir ja nie konnten, und nach Frankreich. Oder ich fliege einfach mal jetzt, weißt du, so. Mhm. Das hilft ja oft. Also ein bisschen Geld ist schon ganz gut. Auf die Dreharbeiten auf Usedom hat Katrin Sass immer richtig Lust, erzählt sie mir. Deshalb entführt sie mich jetzt nach Morgenitz. Hier steht das Mörderhus, der zentrale Drehort in den Usedom-Krimis. Denn hier hat Katrin Sass, also in ihrer Rolle, den Mord begangen. Im wahren Leben gehört das Schmuckstück der Keramikkünstlerin Astrid Danniger. Da steht sie schon. Guten Tag. Na so, was? Wo kommt ihr denn her? Du, ich wollte dir mal jemanden vorstellen. Hallo. Judith, hallo. Freut mich. Weißt du, wir drehen heute nicht, sondern, also wir drehen auch, aber heute wollte ich Judith mal zeigen, wo ich eigentlich drehe. Ach, toll. Nicht nur das Haus ist durch die Usedom-Krimis berühmt geworden. Die Katze, die kenne ich auch aus dem Krimi. Ja. Sie hat keine Filmkatze, ist eine echte Katze. Ja. Die hat mitgespielt. Du hast genau beobachtet, weil du hast ja alle Teile gesehen. Ja. Okay, nicht alle. Aber jetzt bin ich gespannt. Erstmal in die Küche. Ja? Da, wo wir den ersten Teil gedreht haben. Alles original, wie man es aus dem Krimi kennt. Kommen denn einige hierher, weil sie den Film gesehen haben, die Krimis, und kaufen deshalb Keramik? Nee, das kommt keiner.
Es kommen Leute, die hier was kaufen wollen und die dann sagen, ach, das ist doch aus dem Fernsehkrimi. Ach, so. Ach, andersrum. Ja, andersrum. Also, wo lag denn jetzt genau die Leiche im Mörderhaus? Ja. Also die lag da so quer, lang, lag sie hier. Ja, die lag. Also hier so drüber, ja. Ausgestreckt. Ja, das, aber ich weiß das eigentlich von vorher, als es geübt wurde, geprobt wurde, nicht? Mhm. Aber es sind keine Flecken zurückgeblieben, nein. Auf den schönen historischen Flecken. Nein, dann hätte ich das ja auch nicht geduldet, dass das hier gemacht wird. Klar, wenn man sein Haus zur Verfügung stellt, sieht man den Fernsehkrimi noch mal mit einem anderen Blick. War schön hier, ne? Auf jeden Fall. Und spannend war's. Aber jetzt habe ich noch eine Überraschung für Katrin. Weil sie im Osten aufgewachsen ist, fahren wir nach Dargen. Da gibt es ein DDR-Museum. Auch das ist Teil der Geschichte von Usedom. Jetzt habe ich eine Überraschung. Jetzt entführe ich dich in deine Vergangenheit. In meine? Ja. Also ich hoffe, es ist deine Vergangenheit. Wollen wir mal gucken, ob du was wiedererkennst. Meine Vergangenheit. Bin ich gespannt. Nee. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön hier war. Das ist der Hammer. Du hast den Farbfilm vergessen. Wo haben Sie die Sachen alle her? Von den Gästen teilweise. Die hier Urlaub gemacht haben? Ja. Also die Gäste, die aus dem Osten sozusagen kommen? Ja. Und die noch was hatten? Die haben was hatten. Und die haben das dann hier gelassen? Was sie gewohnt haben im Keller. Oh, für unsere Uhr. Nein. Hatte meine Mutter, das ist ja alles verrückt. Ja, wirklich, die gleiche? Ja. Die gab dann immer nur die eine, die passte zur Schrankwand. Genau. Und die hatten dann alle. Da gab es eine braune Schrankwand und da drin hing diese Uhr. Katrin Sass ist gar nicht mehr zu bremsen und total im Retro-Wahn. Vor allem dachte ich immer, es hätte nichts gegeben. Es gab ja ganz schön viel. Hier, ne? Das ist unsere Kaffeemaschine. Genau. Das ist das. Da kam hier oben der Kaffee rein. Ja. Dann hast du fest zugedreht, steckte und dann. Drrrr, so. Und dann hast du das ja in den Filter. Oder ich habe gesagt, Mutti, ich trinke Türkisch. Dann gleich in die Tasse. Mhm. Und ich dachte, das sei Trödel. Aber was ist das hier? Also, ich muss dir sagen, hola. Ah, hier ist was Tolles. Hier. Neoprenanzug, der aus alten Flicken zusammengestellt wurde, um die Flucht zu ermöglichen. Die haben die mal alle wieder zusammengeholt. Also dieser Fluchtversuch über die Dächer mit den drei Pfeilen. Und der Westbruder hat einen Pfeil aufgefangen in Berlin, unten an seinen Mercedes gemacht und die sind am Rad rüber. Und die beiden, die von Hiddensee rüber sind, haben sich so einen Anzug zusammengebaut und sind auf dem Brett aus Ungarn oder so, die gab es ja bei uns auch nicht, sind rüber und den einen hat es erwischt. Das ganze Ding ist aufgegangen, es war kalt, es war im Winter, ist alles vollgelaufen. Der hat gesagt, jetzt sitze ich im Knast, die werden mich finden. Ist zurück und hat gesagt, tschüss Bruder. Den hat ein dänisches Schiff aufgefangen. Der hat es geschafft. Der war drüben. Mhm. Und der andere mit dem kaputten Anzug ist wieder in diese Apotheke und was hat den gefliegt, ist wieder rüber und ist fast tot da drüben angekommen. Aber hat geschafft. Und hat es auch geschafft den nächsten Tag. Das ist unglaublich. Ich kenne das alles nur aus den Geschichtsbüchern. Aber für die Usedomer und alle anderen ehemaligen DDR-Bürger ist das hier echter Teil der Biografie. Im Guten wie im Schlechten. Guck mal. Nein, die Polizei. Und ich werde ja verrückt. Stasi ist immer und überall. Hey, Bumbudi, Bumbudi. Oh, sehen die gut aus. Hier, so einer. Damit wurde ich immer vom Drehen abgeholt. Ja. Und was ist das? Tata. Oh, den hatten wir ja. Was hatten wir? Autos. Mhm. Guck dir das an. Oh, wenn du den gehabt hast, warst du ja. Ja, dann mach schon mal, ne? Trabi war so das Einstiegsmodell und Wartburg war eine Klasse drüber, oder ja, wie? Ja, aber den zu kriegen, das war. Mein Kameramann kriegte den genau Auslieferung 89. Und dann hat er gesagt, Dankeschön. Wollte ihn verkaufen und dann für ein Appel und ein Ei. Mhm. Nagelneu, der hat so lange gewartet. Und endlich kommt dieses Auto und da fällt die Mauer. Das war auch der Hammer. Ich freue mich, dass ich Katrin Sass auch was bieten kann, hier auf Usedom. Wie war das jetzt, die Reise in die Vergangenheit? Ja, du hast mir eine große Freude gemacht. Das war toll. Ja, das war wirklich toll, auch für mich. Ich sammle Geschichten, um die Insel zu erkunden. Katrin Sass war mit ihren wieder ein absolutes Highlight.
Langsam weiß ich, warum Usedom so viele fasziniert. Was macht der denn da? Sammeln Sie Bergstein hier? Geben wir zumindest alle Mühe, ja. Haben Sie auch schon was gefunden? Ja, die letzten anderthalb Stunden sind relativ klein heute, bis auf den roten, den habe ich hier eben rausgefischt. Darf ich mal gucken? Aber ja, Vorsicht, der Deckel ist kaputt. Okay. Und was machen Sie damit? Wir haben zu Hause so eine Glasschale. Da kommen die rein und dann in die Vitrine. Und wenn wir besonders gut drauf sind, wird es beleuchtet. Oh. Dann funkelt das so schön. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Finderglück. Vielen und Dank. Dass Sie mal was ganz Großes finden, damit Sie Ihrer Frau, die, glaube ich, da vorne sammelt, ja, ein schönes Schmuckstück anfertigen lassen können. Machen wir gerne. Vielen Dank für die Bis Wünsche. Bis dann. Tschüss. Ich ziehe weiter und denke kurz darüber nach, ob ich nicht auch mit einem Stöckchen in den Algen nach Bernstein wühlen sollte. Und was hält mich ab? Ich bin einfach zu entspannt. Das macht Usedom. Am nächsten Tag lerne ich endlich das dritte Kaiserbad kennen, Banzin. Hier habe ich noch ein Versprechen einzulösen. Die 120-Jahr-Feier steht an. Die Living History-Gemeinde hat mich schon historisch eingekleidet. Von mir aus kann's also jetzt losgehen. Wo sind die denn alle? Sie hätten sich ja auch mal verkleiden können. Ja. Ach, Hundesportverein, das ist schon die Verkleidung. Also, bedruckte T-Shirts finde ich jetzt ein bisschen underdressed für diesen Anlass. Aber hier, den kenne ich doch. Das ist der Mann aus dem DDR-Museum, Andreas Heuer. Ist das ein Campingwagen von früher aus der DDR? Damit wurde früher DDR-Zeiten Camping gemacht. Ehrlich? Ja. Mit dem Zelt auf dem Dach? Mit dem Zelt oben da. Oh, darf ich mal gucken, ne? Na klar. Und da? Da kommt jetzt eine Matratze raus. Und dann kann man sich hier reinlegen. Ach, wie witzig. Mit Lampe. Das ist ganz gemütlich, oder? Ja. Und mit wie vielen Menschen konnte man da drin liegen, ohne dass es den Trabi platt gedrückt hat? Sind wir zwei. Drei in der Familie, sag ich mal. Drei? Echt? Eine Familie. Haben Sie das früher selbst gemacht? Nee. Nee? Meine Eltern nur. Die Eltern? Ja. Mhm. Und dann kommt er, mein Oberst von Rummelsdorf. Ja. Hallo, meine ist das Frau? Ihre Frau? Ja. Hallo, freut mich sehr. Mein kleiner Raffi. Hallo Raffi. Und? Das ist ja toll. Schon aufgeregt? Ja, ich habe mir schon mal so einen kleinen Überblick verschafft, was es hier alles gibt. Von Trabis mit Zeltaufbau über Piratenschiffe. 120 Jahre ist eine sehr lange Zeit und wir haben versuchen auch aus allen Epochen was zu zeigen. Und ist der Zug auch so, dass das so nach Epochen geht oder ist ganz genau? Wir haben es nach Epochen gemacht. Also immer wenn etwas angefangen hat im Ort, zum Beispiel der Schulbetrieb 1911, dann wird das sozusagen da festgelegt. Aber natürlich wird es auch gezeigt mit heutigen Schülern. Mhm. Also jetzt nicht nur alles historisch gekleidet, sondern eben auch heute. So, jetzt muss ich aber schnell meine Kutsche erreichen, sonst fahren die noch ohne mich. Jetzt muss ich mich beeilen, oder? Was? Hallo. Danke. Hallo. Sehr schön. Hallo. Judith. Hallo. Der Chordirektor. Oh, ich sitze neben dem Chordirektor. Toll. Ah, Sie haben sogar einen Hut für mich. Ja. Jetzt haben wir es auch richtig standesgemäß. Hütchen auf. Sieht ja sehr gut aus. So, ja? Sehr gut. Und den Schirm auch noch aufspannen? Ja, wenn es denn sein muss. Aber hat schon Angst. Wir können auch ein bisschen Sonnenschein genießen. Und Sie wissen, auf Usedom gibt es nur Sonnenschirme, keine Regenschirme. Ja, habe ich schon gehört. So, dann wünsche ich Ihnen eine sehr schöne Fahrt auf der Kutsche. Wir sehen uns. Danke, wir sehen uns. Sie müssen zu Fuß laufen? Nein, ich darf auf einer Kutsche heute mal mitfahren. Okay. Auf der Reise. Dann sehen wir uns später. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. So, und jetzt heißt es genießen und staunen. Kann sich wirklich hören und sehen lassen, was die Banziner zur Jubiläumsfeier so auf die Beine gestellt haben. So, wie hat sich Banzin entwickelt in den 120 Jahren? Also da ich vor 120 Jahren, früher und heute. Da ich vor 120 Jahren hier nicht gelebt habe, kann ich das schlecht sagen. Aber das haben Sie sich ja immer erkundigt als Bürgermeister. Aber natürlich. Also die Entwicklung ist gewaltig vorangeschritten. Also es war ja mal ein kleines Fischerdorf und inzwischen ist es ja ein
touristischer Höhepunkt mit. Ja. Das kleinste der drei Kaiserbäder, aber ich sage das gemütlichste. Noch nicht so überlaufen. Und natürlich der große Vorteil ist die steile Küste hinten dran. Man hat also den längeren Strand als die anderen Bereiche. Also, ja, ist ein Traum. So ein Fortbewegungsmittel von Anno Tuck ist auch eine Form von Entschleunigung. Könnte man von mir aus gern wieder einführen. Frau Kutscherin, eine Frage. Wie viele Pferdekutschen gibt es denn heutzutage noch hier in der Gegend auf Usedom? Ja, 4, 6, 7, sind nur jetzt 8. Es ist schon recht dünn. Und wie war das früher? Früher, wenn wir an 1972 denken, da hat der Alweg 14 Stück. Und gehen wir in die guten 20er Jahre, da hat der Alweg 25 bis 27 Stück. Als Taxis, ne? Für die vornehmen Herrschaften. Die Urlauber, die der kleine Portemonnaie hatten, die liefen dann vom Bahnhof bis zum Hotel und Pension. Aha. Und Alweg der Schuljungs kamen mit dem Handwagen, mit dem Bollerwagen, wie man sagt, und haben die Koffer gefahren und waren glücklich, wenn sie 10 Pfennig gekriegt haben für den Koffer. Jetzt haben wir aber genug in Erinnerungen geschwelgt. Für mich wird Zeit, mal wieder den Untersatz zu wechseln. Es geht nach Neberg. Wenn sich alles im Kreisen bewegt. Zu den letzten hauptberuflichen Fischern der Insel. Uwe Krüger und sein Schwiegersohn Andreas liefern den Rohstoff für Fischbrötchen schon in 6. Generation. Der Rest der Familie betreibt an Land ein Restaurant. Auf der Speisekarte alles, was die Ostsee zu bieten hat. Frisch natürlich. Weshalb die Männer regelmäßig rausfahren. Andreas, ja? Was ist denn das Schöne am Fischerberuf? Ja, die Ruhe. Und wenn man so für sich ist. Keiner nervt. Herrlich. Das Allerschönste ist, dass die Frauen uns nicht sagen können, dass wir Rasen mähen sollen oder mit einkaufen gehen sollen. Deshalb sind wir auch Fischer geworden. Aber so eng auf einem Boot mit dem Schwiegervater ist ja vielleicht auch nicht so einfach, oder? Oh, das stört nicht. Wir kommen klar. Also, das funktioniert schon gut. Eigentlich lohnt sich das Rausfahren für die Krügers kaum noch, seit der Markt mit Billigfisch aus Polen überschwemmt wird. Doch es geht ja nicht nur ums Geschäft, sondern auch um Leidenschaft und Tradition. Oh. Ich erschrecke mich immer. Was heißt Bleifischen eigentlich genau? Der Fisch heißt Blei. Der heißt Blei? Der heißt Blei. Ist der auch so auf der Speisekarte? Nee, weil er zu viel Gräten hat. Deswegen muss man ihn anders vermarkten. Und wir machen da eben Bratwurst, Fischfrikadellen und sowas drauf. Aha. Und die Touristen, die bei euch essen gehen, wissen die zu schätzen, dass sie den Fisch bekommen, den ihr morgens gefangen habt? Auf jeden Fall. Die sehen uns ja, wenn wir kommen, entweder mit dem Transporter, dass wir von hier vom Achterwasser kommen, oder wir kommen in Alweg direkt mit unserem Holzstrandboot an Land. Dann sind auch sehr, sehr viele Urlauber da. Und es macht auch Spaß, den Urlaubern dann zu erklären, was das für ein Fisch ist und was daraus gemacht werden kann. Was machst du, wenn du nicht auf dem Schiff bist, wenn du mal frei hast? Moped fahren. Ich lasse mir noch ein bisschen den Wind um die Nase wehen, bevor Herr Krüger mich Leichtmatrosin entlässt. Natürlich mit dem Fang des Tages. Ganz schön cool, die Fischer auf Usedom. Mich interessiert jetzt, wie der Fisch noch auf den Tisch kommt. Außerhalb von Fischbrötchenbude und klassischem Restaurant. Deshalb fahre ich nach Koserow, dem Örtchen an der schmalsten Stelle Usedoms. Dort gibt es eine Räucherei mit Direktverkauf. So einen habe ich auch dabei. Oh, hallo. Hallo. Darf ich noch? Sie dürfen noch, gerade so. Ich habe auch einen Fisch mitgebracht. Das ist sehr schön. Und den würde ich gerne räuchern. Also ich würde gerne lernen, wie man ihn räuchert. Das können wir mal wieder machen. Das ist kein Problem, natürlich. Sehr gerne. Okay, ich bin bereit. Dann fangen wir erst mal von vorne an. Handschuhe. Ganz wichtig. Okay. Klar, wegen der Hygiene. Und jetzt? Salz? Bisschen mehr. Noch mehr? Bisschen wenig, genau. Sieht sehr gut aus. Ist gar nicht, ne? Perfekt. Weil er jetzt in der Salzlage liegt, lassen wir den eine Dreiviertelstunde bis Stunde in der Salzlage liegen. Mhm. Wischen den nur ab mit kaltem, klarem Wasser. Mehr machen wir nicht. Und was macht das Salz jetzt mit dem Fisch? Das Salz dringt ein in die Haut und macht das Fett genießbar, schmackhaft. Ah,
Okay. You got it. Räuchermeister Stefan Eilrich hat bestimmt schon geschicktere Azubis gehabt. Sag mal. Bisschen Kraft braucht man. Ja, ich bin jetzt ja nicht total schwach, aber so, ihr beide hier. Wer wehrt sich? Oh, Mann. Kann ich helfen? Ja, Wahnsinn. Bitte, das möchte ich erst mal sehen. Wie Butter, aha. Okay, das war, das sah jetzt einfach aus. Mit dem sollte man sich wohl besser nicht anlegen, denke ich. Tägliches Werkzeug Messer, mit Spießen hantiert er auch. Und dann will er mit mir Richtung Ofen. Jetzt nehmen wir deine Mitte rein. Wie, einfach hier reinhängen? Deine Mitte rein, genau. Das ist der Räucherofen. Das ist der Räucherofen, genau. Und was ist da unten drin jetzt? Da unten ist Buchenholz. Buchenholz? Mit Buchenholz, genau. Hier? Dort unten. Und warum nimmt man da Buchenholz? Für den Geschmack. Das heißt, wenn man da jetzt Kiefer reinlegt, schmeckt es anders? Dann schmeckt es ganz anders, genau. Schlechter? Und schlechter. Aha. Oh, verstehe. Kommen die auch mit da rein? Die kommen auch mit da rein. Wollen wir jetzt mit reinhängen? Aha. Einfach die Türe schließen. Wie lange bleiben die da drin? Zumachen, circa anderthalb, zwei Stunden. Rennen die jetzt da drin. Und hier sieht man? Hier ist die Temperaturanzeige. Nicht 50 mehr. Grad. Genau. So ganz, ganz gut leicht, wird das hier schön geräuchert. Leicht. Genau. Mhm. Toll. Und wie die Buche da reinkommt, davon mache ich mir jetzt ganz einfach selbst ein Bild. Bring dich in Sicherheit, Stefan. Ach, ich vertraue dir. Ah ja. Na? Wo kriegt ihr das her, das Buchenholz? Wir direkt aus dem Wald in Buttenhagen. Hier regional alles. Aha. Richtig vom Förster, der ruft uns dann an. Wenn die Winter umgefallen sind, dann fahren wir hin und holen sie raus. Ah. Usedomer Holz? Usedomer Holz. Usedomer Fische. Genau so. Ah. Und jetzt mal alle in das Wort. Eins, zwei, drei. Ja! Ha! Hast du gesehen? Ja. Ich kann es kaum noch aushalten. Was machen die Fische? Wow. Ja. Oh, sind ganz golden geworden. Ganz golden geworden, dadurch. Toll. Blond. Oh. Der Aal. Aber die sind ja richtig, als wenn die lackiert worden wären mit Goldspray. Ist ja irre. Hier in der Fischräucherei kann man die Goldaale auch gleich probieren. Hübsch, ne? Goldene Fische! Vor 4 Stunden schwammen sie noch im Meer. Eine frischere Aallackierung habe ich noch nie gesehen. Ja, wirklich gut. So hübsch die Farbe. Die sind auch so schön golden. Was sind das für welche? Sprotten? Man denkt fast an Schokolade. Ja. Schön, da ist aber was anderes drin. Ja, da ist alles noch drin in den Sprotten. Die werden gar nicht ausgenommen. Mhm. Kann man das mitessen, ne? Kann man alles mitessen, ja. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Stefan und seine Goldfische. Schon wieder ein Insel-Highlight. Und mir steht noch eins bevor. In Bansin, dem beschaulichen Kaiserbad, steht heute das Anbaden auf dem Programm. Eine Tradition aus der Kaiserzeit, die bis heute viele an den Strand und wenige ins noch ziemlich kalte Wasser lockt. Das will ich auf keinen Fall verpassen. Doch wo sind die alle? Hallo. Guten Tag. Hallo. Findet hier das Anbaden statt jetzt gleich? Hier findet das Anbaden statt, richtig. Sind nur wir drei da? Nein, es kommen natürlich noch eine ganze Masse. Ja? Ja, wir haben uns ja eigentlich gedacht, Anbaden ist ja auch so ein Termin und wir sind hier im historischen Ambiente und Anbaden in historische Bademode, das passt eigentlich. Ich wollte Sie jetzt nicht so direkt drauf ansprechen, aber das ist nicht Ihr regulärer Badeanzug. Nein, ach, ist nicht mein regulärer Badeanzug. Okay. Aber ich habe so ein verrücktes Hobby. Ich sammle also schon seit 25 Jahren historische Bademode. Vom Beginn des Badelebens bis so um die 70er Jahre hinein. Aha. Und die Mädels haben auch was so um die Jahrhundertwende.
Das ist was ganz Authentisches? Das ist was ganz Authentisches. Natürlich sind die Damen, weil die Damen von Welt, die waren ja größtenteils in den Seebädern nach der Gründung des ersten Seebades, sind ja die Damen von Welt eigentlich nicht baden gegangen, sondern sie wollten sich bloß zeigen am Strand. Und mit dieser Bademode wären sie auch untergegangen. Mhm. Dann zeigen Sie mir doch mal, was Sie da alles dabei haben. Also, wenn Sie gerade Zeit haben. Ja, also ja? Zum Beispiel noch in Originalverpackung. Ja. Das ist auch selten, das ist eine Tragetasche. Früher hat man diese, aus Egelit, früher hat man diese Tragetasche mitgenommen an den Strand. Und da war dann der Damenbadeanzug verpackt. Das ist ja ein sehr schlichtes Modell. Das ist ein sehr schlichtes Modell. Es gab ja die Demokratisierung der Bademode. Was heißt das, Demokratisierung der Bademode? Ja, also das Volk konnte jetzt ja baden gehen. Ja. Und das Volk musste eben schlicht daherkommen. Also das heißt also, als die adligen Damen dann kamen in die Seebäder, sah das dann eher so aus. Richtig. Und dann kam irgendwann auch das normale das Volk. Normale Volk. Und das hat dann solche schlichteren Modelle getragen. Ganz schlichtere Modelle. Also ich wäre ja nicht adlig gewesen früher, hätte dann damals sowas hier getragen. Ja. Oder sowas hier etwas gewagter. Was haben die sich damals schick gemacht? Sogar für Kinder ist was dabei. Das ist das Modell Toni. Wie niedlich. Da hab ich doch glatt eine Idee. Jetzt ist ja gleich anbaden, ne? Ja. Und ich hatte mir ja hier mein Bikini mitgebracht. Aber wenn ich das jetzt hier so sehe, bin ich ja völlig falsch gekleidet. Ja, wäre es vielleicht möglich, passt ja nur gar nicht unter Umständen, dass Sie mir eins Ihrer Schätze zur Verfügung stellen würden, wenn ich es nicht kaputt mache? Kein Problem. Also das kriegen wir hin. Da drücke ich sogar mal ein Auge zu. Ne? Da habe ich hier nämlich noch ein altes, schönes Bild mitgebracht, was ja aus den 30er Jahren stammt. Und mit diesem Badeanzug wäre der recht. Welche Größe ist das? Ja, der passt. Ich sehe das. Der passt? Ich habe ein Auge dafür. Ja? Ja. Okay, dann werde ich mal versuchen, dass ich da reinkomme. Und dann sehe ich vielleicht annähernd so hübsch aus wie ihr. Ich freue mich drauf. Also, zum Anbaden auf Usedom mal in standesgemäßer Kleidung daherzukommen, davon hätte ich nie zu träumen gewagt. Inzwischen sind schon ein paar mehr Badegäste eingetrodelt. Die sind doch hoffentlich genauso schick wie ich, oder? Madame. Ja? Jetzt bitte zum Handkuss. Auch am Strand hat man das gemacht, ja? Ja, perfekt. Treten Sie mir nicht zu nah, wenn ich so spärlich gekleidet bin, bitte. Man muss immer ein bisschen Abstand wahren zur Dame von Welt. Richtig. Aber toll, es passt perfekt, habe ich doch das richtige Auge gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr schön und ich finde, das sollte man wieder einführen. Man muss den Bauch nicht einziehen, man kann vorher Eis gegessen haben. Perfekt. Es ist nicht so eng. Ja, und es ist auch ein guter Stoff und spätestens in 30, 40, 50 Jahren hält er immer noch. Ja. Dann wollen wir auf zum Anbaden 2017! Das wird ja mal ein Fest. Das ganze Kaiserbad ist aus dem Häuschen. So, ganze Freiheiten! Gehen Sie alle nicht ins Wasser! Ja. So. Ha? Alles warm, Duscher? Ja. Nur ich nicht? Achtung, Wasser! Vorschalten, Madame, vorschalten. Kommt in die Angst, bitte. Oh, oh, es ist kalt. Wie klein ist das? So, sehr schön ist das. Was mache ich hier nur? Das ist sehr kalt, ne? Nein, das ist toll. Was hat mein Vater früher mal gesagt? Mach dir warme Gedanken, mein Junge. Und ihr könnt dann weitergehen, wir passen auf. Das habe ich mir gedacht. Und wenn meine Füße irgendwann mal wieder aufgetaut sind, werde ich wiederkommen. Die Faszination Usedom ist, wie mein Erkältungsvirus später, hoch ansteckend.